Meine Income-Marketplace-Erfahrung mit dem sicheren P2P-Kredite-Marktplatz mit 15% Rendite. Ich gebe dir alle wichtigen Informationen zum Income-Marketplace, meine Bewertung und wie ich dort investiere. Zeige dir kurz über den Steckbrief auf, was Income-Marketplace ist. Wir gehen die Sicherheiten durch, die Besonderheiten, schauen uns die Vor- und Nachteile an und am Ende gibt es mein Fazit und wie ich investiere. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Dort verlinke ich dir auch ein Interview, das wir vor kurzem mit ihrem CEO geführt haben, in dem du noch mehr Informationen erhalten kannst. Die wichtigsten Income-Informationen und Daten im Steckbrief. Gegründet wurde Income 2020. Der CEO ist seit 2020 Kimo Rüttkönen und die Plattform ist noch nicht reguliert. An einer Regulierung wird jedoch gearbeitet. Es gibt bereits über 4.500 registrierte User. Der Firmensitz ist in Tallinn, Estland. Dort firmieren sie unter Income Company OÜ. Als Sicherheiten gibt es das klassische Buyback plus Junior Shares und Cashflow Buffer. Darauf gehen wir noch später etwas genauer ein. Die Rendite der Anleger ist durchschnittlich 11,8%. Es gibt besagte Rückkaufgarantie und eben weitere Sicherheitsleistungen. Nahezu 100% konzentriert sich Income auf Konsumentenkredite. Sie haben 25 Millionen Euro bereits finanziert. Es gibt noch keinen Zweitmarkt und ab 10 Euro kann man anlegen. Zum Investieren gibt es auch einen Auto-Invest. Ein eigenes Rating existiert nicht, aber es gibt ja externe Ratings von Lars oder das Wellview Rating. Es gibt noch kein Treueprogramm und auch noch keinen Geschäftsbericht. Neukunden, die sich über meine Links anmelden, erhalten 1% Cashback für die ersten 40 Tage über mein Income-Freunde-Link. Income Marketplace wird von einem der beiden Gründer, Kimo, geleitet. Der zweite Gründer steht als Rechtsberater zur Verfügung. Auf ihrer Übersichtsseite findet ihr alle wichtigen Teammitglieder. Kurz ein paar Worte zur Anmeldung. Anmelden auf Income ist nicht wirklich spektakulär. Wie bei den meisten anderen Plattformen ist das keine große Sache. Ihr braucht eine E-Mail-Adresse, Passwort. Im Anschluss erfolgt dann die klassische Verifizierung über einen externen Dienstleister, der euren Personalausweis oder Identitätsnachweis kontrolliert. Und zum Abschluss müsst ihr noch ein paar Fragen beantworten. Dann könnt ihr euer Geld per SEPA überweisen und loslegen mit dem Investieren. Wie immer, es dauert 1 bis 2 Tage, bis das Geld da ist. Schauen wir noch kurz auf die Plattform, was es dort zu finden gibt. Im Income-Dashboard findet ihr alle relevanten Informationen auf einen Blick. Ihr habt den Kontostand, ihr seht euren Gewinn und in was ihr alles investiert habt. Das ganze Portfolio, wie aktuell es ist, ob etwas in Verzug ist und ein Rückkauf bereits eingeleitet wurde. Schön finde ich auch die Übersicht etwas weiter unten auf der Seite, wo ihr den künftigen Cashflow sehen könnt und auch wie eure Kredite sich verteilt haben, also welche Kreditgeber wie viel Prozent eures Vermögens erhalten haben. Und ihr habt dort auch eine Übersicht über die Verteilung nach Ländern. Im Moment ist das relativ 1:1 abgebildet, da Incomes Kreditgeber in unterschiedlichen Ländern alle sitzen. Ihr könnt dann über Investieren von Hand ganz einfach auf den Erstmarkt Kredite sehen und dort auch investieren und da über verschiedene Filter euch eine entsprechende Auswahl zusammenstellen. Wenn ihr einen Filter erstellt habt, könnt ihr diesen auch gleich für den Auto-Invest verwenden. Der Auto-Invest hat noch weitere Möglichkeiten, die über die Filter hinausgehen. Dort könnt ihr eben die Zielgröße des Portfolios, ein minimales Investment pro Kredit, ein maximales Investment pro Kredit, ob die Rückflüsse reinvestiert werden sollen, angeben und, was auch interessant ist, ob es eine Diversifizierung über die Kreditgeber gleichmäßig geben soll. Dazu müsst ihr aber auch die Kreditgeber alle auswählen, in denen ihr investieren möchtet. Ihr könnt beliebig viele Auto-Invests anlegen und so eure Kreditportfolio entsprechend aufbauen. Im schon angesprochenen Interview mit Kimo diskutieren wir dies auch noch einmal, ob es sinnvoll ist, solch komplizierte Auto-Invests anzubieten oder was es Besseres geben könnte. Ein Steuerreport findet ihr noch nicht bei Income, aber ihr könnt über euren Kontoauszug euch auch einfach die entsprechenden Daten selbst zusammenstellen. Das ganz kurz zur eigentlichen Plattform. Bevor wir über die Sicherheiten reden, noch ein paar Worte zu den Kreditgebern. Die Income Marketplace Kreditgeber kommen aus 9 Ländern. Besser gesagt, sie kamen aus 9 Ländern. Finnland, Lettland, Brasilien, Indonesien, Kolumbien, Estland, Mexiko, Bulgarien und auch Brasilien waren gelistet. Der brasilianische Kreditgeber ClickCash ist mittlerweile aufgrund von Zahlungsverzug suspendiert. Bei diesem wird sich zeigen, ob die folgenden Sicherheitskonzepte nun wirklich Vorteile für uns Investoren bringen oder eben nicht. Im Interview gehen wir auf diesen Fall noch einmal gezielt ein. Verlinke ich euch, wie gesagt, in den Shownotes im Originalblogartikel. Die Kreditgeber sind sehr unterschiedlich, was Größe und Profitabilität oder Verschuldung angeht. Von daher solltet ihr euch die einzeln anschauen oder einem unabhängigen Kreditgeber-Rating wie das Premium-Rating von Lars oder das umfangreichere Wellview-Rating vertrauen. Jetzt aber zu der Besonderheit von Income, den Sicherheitskonzepten. Income will sich mit ihrem besonderen Sicherheitskonzept
Konzepten von den anderen Mitbewerbern abheben. Das war auch die Gründungsidee. Dazu haben sie sich neue Sicherheitskonzepte ausgedacht, die uns Investoren besser schützen sollen als bisher. Schauen wir uns diese im Detail an. Wir haben zum einen das allseits bekannte Buyback, also das Rückkaufversprechen, dann sogenannte Junior Shares, ein etwas besseres Skin in the Game und den Income Buffer. Ich nenne es Investoren first, Kreditgeber last. Schauen wir im Einzelnen noch einmal drauf. Alle Kreditgeber bei Income haben die Rückkaufgarantie. Das heißt, nach 60 Tagen wird ein ausgefallener Kredit von dem Kreditgeber zurückgekauft. Das funktioniert natürlich nur so lange gut, wie keine grundsätzlichen Probleme bei den entsprechenden Kreditgebern auftreten. Und um diese Risiken zu verkleinern, hat sich Income noch zwei weitere Sicherheitsmerkmale ausgedacht. Das Income Marketplace Junior Share Konzept. Wir kennen und schätzen ja bei vielen anderen B2B-Kreditmarktplätzen es, wenn die Kreditgeber selbst einen Anteil an den Krediten hält. Das sogenannte Skin in the Game. Beträgt dieses eben 10%, dann heißt es, bei einem 1.000-Euro-Kredit hat der Kreditgeber selbst 100 Euro in seiner Bilanz stehen. Und entsprechend partizipiert er auch bei den Rückzahlungen mit. So erhält er eben von jedem Euro einen Cent. Im Gegensatz zum Skin in the Game ist der Junior Share jetzt allerdings nachrangig ausgestaltet. Das bedeutet, auch hier hält der Kreditgeber einen Anteil am Kredit selbst in seiner Bilanz. Dieser ist übrigens bei Income teils deutlich größer als 10%, der kann auch einmal 30% oder 35% betragen. Im Unterschied zum klassischen Skin in the Game erhält der Kreditgeber nun als letztes sein Geld bei der Tilgung eines Kredites. Das heißt, gibt es einen Zahlungsausfall, ist der Kreditgeber immer der Letzte, der seine Anteile zurückbezahlt bekommt. Er hat daher eine deutlich höhere Motivation, Kredite vollständig einzutreiben bzw. an uns Investoren auszuzahlen, weil er ja als Letzter eben sein Geld und seine Rendite erhält. Sollte es mal wirklich dann zu einem kompletten Kreditgeberausfall kommen, kommen noch sogenannte SPVs ins Spiel. Diese Zweckgesellschaften spielen bei dem sogenannten Cashflow-Buffer eine wichtige Rolle. Der Income-Cashflow-Buffer hilft dann, wenn alle Rückzahlungskonstrukte nicht mehr tragen und der Kreditgeber pleite geht und die Kredite Bestandteil einer großen Insolvenzmasse werden würden. Frühere Erfahrungen zeigen, dass in dem Fall P2P-Kreditmarktplätze wie eben Income langwierig ihre Forderungen geltend machen müssen und es Jahre, wenn überhaupt, dauert, bis wir alles zurückbekommen. Daher hat Income sich vertraglich so abgesichert, dass sie alle Kredite eines Kreditgebers übernehmen können und dies in eine Gesellschaft in Form einer SPV übertragen. Dies übernimmt dann die ganze Abwicklung mit den Kreditnehmern und zahlt entsprechend auch die eingetriebenen Gelder aus. Um dies sicherstellen zu können, hat Income mit den lokalen Inkassounternehmen entsprechende Verträge abgeschlossen. Im Interview erklärt Kimo dies dann auch noch einmal ausführlich. Inwieweit sich das Modell lohnt und welche Kosten dabei entstehen, muss sich im Krisenfall noch zeigen. Interessant ist das Konstrukt auf jeden Fall. Ob er bei ClickCash jetzt angewandt wird, steht auch noch nicht final fest. Die Vor- und Nachteile von Income Marketplace. Die Vorteile von Income Marketplace auf einen Blick. Ihr habt ein innovatives Sicherheitskonzept mit 3 unterschiedlichen Varianten. Es gibt ein erfahrenes und motiviertes Gründerteam. Kimo selbst ist auch investiert in einigen der Kredite und seine Frau. Hohe Transparenz und gute Kommunikation. Es sind attraktive Zinsen auf der Plattform zu erreichen. Es ist komplett automatisierbar und ihr habt eine gute Diversifikationsmöglichkeit über viele Länder und Kreditgeber. Der Nachteil von Income Marketplace. P2P-Investitionen sind natürlich riskant, keine Frage. Der Marktplatz selber arbeitet noch nicht profitabel. Wir sind mit einem 2 Jahre jungen Unternehmen unterwegs, das heißt, der Track Record ist auch noch nicht groß vorhanden. Es gibt nicht so viele Kreditgeber mit 8 Stück und die sind auch zum Teil ziemlich klein. Und eben die Wirksamkeit des Sicherheitskonzeptes muss ich noch zeigen. Wie bewerte ich nun den Income Marketplace? Ist der Income Marketplace extra sicheres P2P? Sicher nicht. Wir bewegen uns trotzdem in einem Risiko-Investment-Umfeld. Allerdings sehen die zusätzlichen Konzepte zumindest auf dem Papier interessant aus und mit dem aktuellen ClickCash-Fall könnte sich das auch gleich einmal zeigen. Noch hat Income sich nicht entschieden, dies auch anzuwenden. Vermutlich, weil die ausstehenden Kreditsumme mit 180.000 Euro sehr überschaubar ist. Man darf nicht vergessen, dass durch die externe Inkassofirmen und die SPVs natürlich zusätzliche Kosten entstehen, die in irgendeiner Form entweder am Kreditvolumen oder bei den Kreditgebern wieder eingetrieben werden müssen oder halt uns verloren gehen. Trotzdem hat Income Marketplace alle Zutaten, um erfolgreich zu werden. Ein starkes Team und eine innovative Weiterentwicklung des P2P-Kreditmarktplatzes sehe ich da durchaus. Daher habe ich für mich entschieden, bei diesem ambitionierten Projekt mit dabei zu sein und investiere mittlerweile 4-stellig bei Income. Noch sind meine Income-Erfahrungen positiv, sowohl was die Plattform als auch die Rendite angeht. Interessant wird es nun, wie sie jetzt ClickCash abwickeln, ob ihnen dies schneller als wir es von Mintos kennen gelingt oder doch nicht. Ich bin mit rund 100 Euro auch dort investiert und werde natürlich aus einigen Interessen das genau verfolgen. Wie investiere ich bei Income selbst und in welcher Größenordnung? Klasse statt Masse ist hier mein neues Motto.
plane weiter aufzustocken und picke mir zukünftig eher selektiv über den Out- und Invest neue Kredite und werde nicht mehr wie bisher diese gleichmäßig diversifizieren. Momentan sind daher nur noch 3 Kreditgeber in meinem Out- und Invest vertreten. Weitere kommen dazu, wenn sich die Aussichten in den Ratings verbessern. Ich werde also weiterhin fleißig Income-Marketplace-Erfahrungen sammeln und darüber berichten können und ich hoffe, wie bisher nur Gutes. Meine Income-Marketplace-Rendite ist übrigens ganz ordentlich. Sie beträgt fast 12% im Dezember. Als Zielgröße plane ich einen mittleren 4-stelligen Betrag ein, sofern meine Income-Erfahrungen positiv bleiben. Mal sehen, ob sie Mintos an der Spitze dann irgendwann doch ablösen. Bei Income gibt es 1% Cashback für Neukunden, für eure Investments in den ersten 30 Tagen. Dieser wird nach 40 Tagen ausgezahlt. Ihr findet meinen Werben-Freunde-Link in den Shownotes. Aber bevor ihr anlegt bei Income, denkt dran, Investitionen in P2P-Kredite unterliegen einem hohen Risiko. Beachtet bitte meinen Haftungsausschluss, ich betreibe eben keine Anlageberatung, spreche keine Empfehlung aus. Auch bei Income bin ich selbst investiert. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Es sind nur Ideen, ihr seid selbst für euer Investment verantwortlich. Die Links zu den Plattformen sind in der Regel ja Affiliate-Links, bei denen oft du einen Vorteil hast und ich eine kleine Provision erhalte. In diesem Sinne, danke für deine Zeit und viel Erfolg bei deinem Investment.